Eines ist wohl unbestritten. Es gibt kein kostbareres Erbe als jene wundervollen Natur- und Kulturdenkmäler dieser Welt. In Hallstatt gibt es jede Menge davon. Künstler waren zwar nicht die ersten Gäste, aber sie waren die ästhetischen Entdecker der Region. Sie machten Hallstatt und das Salzkammergut durch Bilder und literarische Werke bekannt. Ferdinand Georg Waldmüller malte ab 1831 nicht weniger als 15 Hallstattbilder. Rudolf von Alt verewigte 1845 den Waldbach. Schilderungen seiner Schönheit verdankt Hallstatt Reiseschriftstellern wie Joseph August Schultes, Erzherzog Johannes Sekretär Franz Sartori, dem Forscher Friedrich Simoni oder dem norddeutschen Erzähler Wilhelm Raabe. Adalbert Stifter, der Hallstatt auch in einigen Bildern festhielt, empfing im Echerntal den Musenkuss für die berührende Novelle »Der Bergkristall«. Wohlgefühlt haben sich in Hallstatt auch die Erzherzöge Franz Karl und Johann, der König von Preußen oder der Kaiserbruder Maximilian, der spätere Kaiser von Mexiko, die Königin der Niederlande oder der König von Siam. 1853 unternahm Kaiser Franz Joseph mit seiner Sisse sogar den Verlobungsausflug nach Hallstatt. 1856 kam das Herrscherpaar wieder. Die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt, auch Maria am Berg genannt, ist eine römisch-katholische Pfarrkirche. Die erste katholische Kirche wurde spätestens 1150 errichtet. Von dieser ist noch der Turm erhalten. 1320 wurde die zweite, vergrößerte romanische Kirche von Weihbischof Hermann von Passau als Maria-Hilfkirche geweiht. In der Spätgotik wurde mit dem Bau der heutigen Kirche auf dem steilen Felsen begonnen. Der heutige Kirchenraum wurde 1505 beendet. Nach dem großen Brand im Jahre 1750 erhielt der romanische Turm einen barocken Helm. Der Haupteingang der Kirche ist das große Südportal, das 1519 entstanden ist. Über dem Portal befinden sich zwei Fresken eines unbekannten Meisters der Donauschule. Beim Betreten des Innenraums sieht man im Doppelchor zwei Flügelaltäre. Den Innenraum bildet eine zweischiffige Halle, die im Osten in einem Doppelchor endet. Die achteckige Mittelsäule teilt den Raum in einen West- und einen Chorteil. An der westlichen Rückwand schließt ein spätromanischer, überbauter Durchgang an. Der Hallstätter Marienaltar ist ein Wandelaltar mit einem Hauptschrein, zwei beweglichen Außen- und zwei beweglichen Innenflügeln.
Der Schrein ist mit Skulpturen versehen. Die Innenflügel sind auf der Vorder- und Rückseite mit Reliefs geschmückt. Die Skulpturen und Reliefs sind großflächig vergoldet. Der Altar, der Gottesmutter Maria geweiht ist, entstand um 1510 bis 1520 in der Werkstatt von Leonhard Astel und ist einer der bedeutendsten und aufwendigsten spätgotischen Flügelaltäre Oberösterreichs. Der neugotische Kreuzaltar entstand im Rahmen der Restaurierung und Regotisierung der Kirche. In den Jahren 1888 bis 1895. Im Zuge dessen wurde der barocke Aufbau, vor dem die Kreuzigungsgruppe stand, entfernt. Der neugotische Kreuzaltar ist ein Werk der Holzfachschule Hallstatt. Der Altar wurde vom Architekt Hermann von Riewel entworfen und von Lehrern und Schülern in dreijähriger Arbeit hergestellt. Das Chorgestühl links und rechts des Altares mit Bildern der Apostel waren die Ehrenplätze der Honoratioren der Saline bzw. des Marktes. Das Gestühl wurde Anfang des 18. Jahrhunderts geschnitzt. Es hat in Bad Ischl ein fast identisches Gegenstück. Im Durchbruch zur Seitenkapelle befindet sich der spätgotische Taufstein und die Kanzel aus Marmor und Eichenholz mit Reliefs von den Kirchenvätern. Die Kanzel ist ein Werk der Holzfachschule Hallstatt. Der Friedhof in Hallstatt wurde auf Felsterrassen um die Pfarrkirche angelegt. Der Teil vor dem weltberühmten Beinhaus ist den evangelischen Christen zugeteilt. Nach der Friedhofsordnung gibt es keine Familiengräber. Nach 10 Jahren kann ein Grab neu belegt werden. Die Toten werden in horizontaler Lage bestattet. Die Grabeinfassung bedeckt nur einen kleinen Teil des Grabes. Über den Gräbern befindet sich das Christuszeichen, das Kreuz, gefertigt aus Holz oder Schmiedeeisen. Das Beinhaus in der Michaelskapelle stammt aus dem 12. Jahrhundert. Hier kann man 600 kunstvoll bemalte Schädel bewundern. Einige wurden schon Ende des 18. Jahrhunderts bemalt. Manche stammen aber auch noch aus dem 20. Jahrhundert. Die Schädelmalerei wurde hauptsächlich während des 19. Jahrhunderts durchgeführt und gehört zu einem Kulturkreis, der vorwiegend im östlichen Alpenraum verbreitet war.
Noch heute findet dieser Brauch in Hallstatt Anwendung. Hallstatt besitzt die größte Schädelsammlung, die es je gegeben hat. Musste ein Grab für ein neues Begräbnis wieder verwendet werden, wurde der Schädel und die Knochen ins Beinhaus aufgenommen. Mit der Bemalung und Beschriftung wurde die Identität der früheren Familienmitglieder bewahrt. Geht man durch den Friedhof, der sowohl den evangelischen als auch katholischen Christen dient, kann man an der Felswand die gotische Michaelskapelle sehen. Das Jahr 1313 gilt als frühestes, das man für die Kapelle dokumentarisch als gesichert annehmen kann. Im Unterbau befindet sich das Beinhaus, in dem seit dem 16. Jahrhundert die Knochen und Schädel aus dem Friedhof aufbewahrt werden. Einiges über die Religion in Hallstatt. Wie viele Bergbaugemeinden Österreichs waren auch in Hallstatt die lutherischen Lehren auf fruchtbaren Boden gefallen. Erst die Truppen des Salzburger Fürsterzbischof Wolf Dietrich von Reitenau verhalfen zu Beginn des 17. Jahrhunderts der Gegenreformation zum Sieg. Noch Mitte des 18. Jahrhunderts wurden hunderte Protestanten aus Hallstatt ausgewiesen und nach Siebenbürgen verschleppt. Erst durch das Toleranzpatent Josephs II. Von 1781 wurde den Protestanten rund um den Dachstein ihre Religionsausübung wieder teilweise ermöglicht. Das Protestantenpatent Franz Josephs stellte sie mit den Katholiken weitgehend gleich. Und die neugotische Kirche wurde 1863 in Seenähe errichtet. Hallstatt kann man auch mit dem Zug erreichen. 1877 wurde die Bahnhaltestelle Hallstatt der Salzkammergutbahn eröffnet. Sie befindet sich am etwa am 1 Kilometer entfernten gegenüberliegenden Ostufer des Sees. Mit dem Schiff fährt man dann nach Hallstatt. Im vierten Teil Hallstatt, das schönste Dorf der Welt, beginnen wir unseren Rundgang am Mühlbach-Wasserfall, gehen hinab zum Baderplatz, vorbei beim Welterbemuseum Hallstatt und besuchen im Dachsteinsportgeschäft Jano ein Museum. Von dort begeben wir uns in die Lahnstraße und schließen unseren Rundgang auf der Seelände ab. Zum Schluss des Films gibt es noch einige Impressionen vom Hallstätter See. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und einen Like.